Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und ich zeige euch heute Tipps und Tricks, die dir niemand erzählt. Anhand von ein paar Beispielen zeige ich euch meine Tipps und Tricks. Seid gespannt! Beginnen wir mit der Wellenform. Die Wellenform wird häufig benötigt für Haare, Kleider, also zumindest der Rand von einem Kleid, Zähne oder die ganz einfache Welle am Strand. Der Trick ist ganz simpel, wir benötigen einfach flach ausgerolltes Fimo. In diesem Fall stechen wir noch einen Kreis aus für das Gesicht. Und die Haare forme ich einfach aus Resten. Und jetzt kommt der Trick. Das flache bzw. platte Fimo kannst du mit der Wellenschere nun gut zuschneiden. Du siehst, du hast nun einen tollen Haarschnitt. Das Ganze jetzt einfach nochmal mit dem Kreisausstecher zuschneiden. Und fertig ist der Kopf mit Haaren. Cool, oder? Ein toller Tipp für Anfänger. Für die Augen drücke ich mir eine kleine schwarze Kugel flach, halbiere sie in der Hälfte und platziere meine Augen direkt unter den Haaren. Und für die Pupille verwende ich eine kleine weiße Kugel, schneide sie in der Mitte durch und die Kugeln setze ich dann mittig auf das Schwarze. Im Anschluss kannst du dann mit einem Permanent Marker oder mit einem wasserfesten Stift hier zum Beispiel noch einen schwarzen Punkt in der Mitte machen. Das mache ich später nach dem Backen. Und hier mache ich bereits nebenbei die zweite Variante. Und zwar kannst du das Weiße einfach wieder genauso wie vorhin draufsetzen, das Kühlchen, das halbierte, und in der Mitte mit einem Zahnstocher oder mit einem Dotting Tool ein bisschen nach unten schieben. So erzeugst du auch einen kleinen Pupilleneffekt. Für das Blush seitlich, also für das Wangenblush, benötigen wir nur etwas Kreide in Rosa. Und das Ganze schabst du einfach mit einem Cutter ab und platzierst es mit einem Pinsel auf den Wangen, direkt unter den Augen. Fertig! So sieht es übrigens jetzt mit dem wasserfesten Stift aus. Einfach zwei Kügelchen noch draufmalen. Jetzt kommt mein absoluter Favoritengeheimtipp. Wirklich cool. Ich zeige es dir anhand von einem Croissant. Fangen wir an. Wir benötigen ein langgezogenes Dreieck. Ich verwende hier übrigens hautfarbenes Fimo. Wir färben es später mit Kreide noch ein. Aus Fimo-Resten forme ich eine ovale Kugel und lege sie dazwischen. Und vom breiten Bereich arbeiten wir uns nach unten zur Spitze. Das heißt, wir rollen das jetzt einfach mit ein. Und die Enden sind nun offen, haben Löcher. Die drücken wir jetzt ganz vorsichtig noch zu. Und die Enden kommen vorne, wo die Spitze ist, nach vorne. Ganz vorsichtig. So, und jetzt kommen wir auch schon zum Einfärben, wie gehabt. Wir nehmen wieder unsere Kreidenfarbe. Am besten in Tönen wie Orange, Hellbraun, Gelb. Das mischst du und färbst du mit dem Pinsel wieder ein. Und jetzt kommt mein Geheimtipp. Das Ganze nennt sich Crushed Ice Splitter. Sie sind weiß, sie sind in unterschiedlichen Farben auch erhältlich. Die verwenden wir hier, leg sie einfach auf deine Arbeitsfläche und mit Bake and Bound von Sculpey oder Fimo Liquid bestreichen wir das Croissant ein wenig, damit unsere Streusel dann später halten. Das Ganze soll jetzt diesen Zuckerstreusel-Effekt bekommen. Ist das nicht schön? Einfach Crushed Ice Splitter auf diversen Online-Shops eingeben, ihr findet es ganz sicher. Keine Sorge, sind sehr günstig. Okay, und diesen Trick, den habe ich sonst noch nirgendwo gesehen. Also, falls ihr ihn irgendwo anders seht, bitte gleich zu mir flinken. Dankeschön. Und zwar mein Trick, der Streichholztrick. Habt ihr euch die größeren Streichhölzer schon mal angesehen? Ja, von hinten? Ja. Die sind eckig. Eckig, meine Freunde. Wozu benötigen wir eckig? Für Waffeln. Also machen wir gemeinsam eine Waffel. Waffeln macht man aus Weiß mit ein wenig Gelb. Dieses drückst du flach auf eine Glasplatte und mit dem Streichholz machst du ein paar Quadrate. Und jetzt kann ich auch wieder normal sprechen. Das heißt, wir machen die Quadrate direkt untereinander. Ich habe ein paar zu viel gemacht, du wirst es später sehen. Ich schneide wieder einen Teil weg, aber egal, besser zu viel als zu wenig, oder? Immer mein Prinzip.
So, und jetzt kannst du den Rand einfach wegschneiden. Den Rest benötigen wir nicht mehr. Lass ein bisschen Abstand, nicht ganz knapp zum Viereck, sondern schon noch ein bisschen Abstand, ne? Die Waffeln, die ich so kenne, sind eigentlich nie besonders eckig, beziehungsweise haben nicht so spitze Ecken. Jetzt habe ich die einfach mal ein bisschen platt gedrückt. Es war im Nachhinein gesehen vielleicht eine Spur zu viel, aber egal. Dann habe ich mir ein paar Zahnstocher zusammengebunden und nachdem eine Waffel eigentlich nie ganz glatt ist, habe ich auf der Seite ein bisschen mit Zahnstocher die Textur bearbeitet. Sieht das Ganze ein bisschen fluffiger aus. Ja, so macht man das. Genau. Ja, dann habe ich mir wieder meine farbige Kreide geholt, ne? Da habe ich mir die dunkelgelbe Farbe geholt. Ist eine sehr tolle Farbe, ne? Sieht aus, wie wenn es gerade frisch gebacken gewesen wäre. Und jetzt sieht man diesen Part. Jetzt kommt er. Ich schneide einen Teil einfach brutal weg. Ja, was müssen wir tun? Den Rand wieder bearbeiten. Super gemacht. Ja, dann Jahre später schaben wir wieder ein bisschen Kreide ab und geben jetzt mit einem Pinsel direkt auf die Waffel drauf. Vergessen Sie bitte nicht, den Rand mit einzupulvern und auch die Unterseite möchte ein bisschen gebräunt werden. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, so ein schöner Tupfluppen. So Wahnsinn. Ist ein Wahnsinn. Sagst nichts mehr. Da sagst nichts mehr. Bisschen aufgepasst, weil den Schmäh, den habe ich eigentlich auch noch nie irgendwo gesehen. Ja, es ist ja so, man braucht manchmal, wenn man in kleinere, kürzere, schmale Ecken eine will. Okay, jetzt rede ich mal normal. Also, manchmal benötigt man für kleinere Dinge einen Cutter. Und wieso haben wir keine kleinen Cutter? Weil diese kleinen Cutter nicht verkauft werden. Das ist Schmutz, aber es ist so. Egal, wir machen uns einfach unsere eigenen kleinen Cutter. Das heißt, wir besorgen uns eine coole Klinge, haben diese Klinge vielleicht sogar schon in unserem Sortiment, weil die Cutter nie ohne Ersatzklingen kommen. Und diese Ersatzklinge wirfst du einfach in ein Stück Fimo-Rest rein. Entweder du schneidest es zu, wie es hier gerade geschehen ist, oder... Ich bin ja hier für Variante 2, die kommt jetzt. Wir formen einfach eine Kugel und stecken die Klinge rein. Was sagt sie jetzt? Hä? Ist das nicht eine schlaue Idee? Habt ihr das schon mal irgendwo gesehen? Nein, ich glaube nicht. Ja, ich finde es super, mir taugt das voll. Und weil ich mir gedacht habe, das gehört so zum klassischen Sortiment eines Fimo-Anfängers, die Schokolade und natürlich die angebissene Schokolade, die machen wir heute gemeinsam. Nimm einfach ein Stück braunes Fimo, forme es zu einem Rechteck, hol dir ein Brotmesser oder so ein cooles Werkzeug, wie ich es habe. Mache damit ein paar Mulden. So, siehst du das? Rille für Rille arbeiten wir uns zur Schokolade vor. So, zack, und er hat es so schief gemacht, dass wir jetzt auch noch zuschneiden müssen. Herrlich, zugeschnitten ist es, fertig. Und dann gibt es von Fimo ein gezacktes Werkzeug. Puff. Und schon sieht es abgebissen aus. Ja, das war der ganze Schmier. Das war er. Ist das cool oder ist das cool? Unten ist noch die verpfuschte Waffel. Das ist übrigens eine andere, das war mein erster Versuch, diese wenig dunkelgrauen. Ja, das ist geil, oder? So, weiter geht's mit den Fischschuppen. Weiß nicht, ob ihr den Schmier kennt. Der ist übrigens nichts für Umweltschützer. Ich habe das Ganze mit Plastikstroh gemacht. Also, wir benötigen eine kleine, am besten eine Nagelschere, eine kleine Schere und einen Strohhalm. Geht natürlich auch mit Papierstrohhalmen, ist alles kein Problem. Wird nur etwas dicker. Sag ich gleich. Jetzt haben wir unsere Strohhalme also zugeschnitten. Du, je nachdem, wie viel du wegschneidest, desto weniger ist der Halbkreis dann vorhanden. Ich sag's noch.
Jetzt nehme ich wieder mein Zickzack-Schneidewerkzeug, mit dem schneide ich mir wieder einen Bruchteil weg. Wieso? Weiß nicht, ich tue es einfach. Und jetzt forme ich mir freihand, das war übrigens ein Fehler, so eine Art Meerjungfrauenflosse, sagt man Flosse, Meerjungfrauen, ihr wisst schon was. Genau. Und ja, ihr seht, sie pusht schon ein wenig am Dumm und der Rand, der gehört noch gemacht und das gehört noch und tut noch und da noch ein wenig ein und schlussendlich ist eh fast nichts mehr über. Genau. Und jetzt kommt er, er ist da. Also nein, zuerst kommt das, das ist übrigens ein Zahnarztwerkzeug, müsst ihr euch vorstellen. Aber das habe ich auf einen großen Online-Shop gefunden und das hat mir recht zugesagt, weil man denkt, da kann man gut basteln mit sowas. Genau, so schaut das aus. Wie man da mit Zähnen tut, das kann ich nicht sagen. So, und das war jetzt der Zahnstocher, das heißt, ihr braucht eigentlich gar nicht das Zahnarztwerkzeug, so auf Shishi, sondern ihr könnt einfach einen Zahnstocher nehmen. Ah, jetzt ist er da, der Höhe ist da. So, also wir nehmen jetzt einen Plastikstrohhalm oder einen Papierstrohhalm und machen unsere Formen, aber immer jeweils versetzt. Das ist wie mit Ziegeln, ja. Also immer versetzt, die Halbkreise machen, gar nicht so einfach. Nein, es ist eigentlich super easy, aber ich wollte es wegen angeben. Genau. Und dann, wenn du fertig bist, sagst du mir, dauert das noch lang? Da noch, dort noch, ja, okay. Passt, ja. Genau, und der Form halber schneiden wir oben noch ein Stückchen weg, damit es glaubt, das sieht schon ein wenig piffig aus. Und das ist nur ein Muster als Beispiel, aber ein wenig gepfuscht, aber es schaut ganz gut aus soweit. Ich hoffe, es sitzt jeder. Jetzt kommt ein wirklich, wirklich, wirklich cooler, wirklich cooler, wirklich, wirklich, wirklich cooler Trick. Und zwar nimmst ein altes T-Sieb oder Sieb oder whatever, irgendein Sieb, ein dünnes Sieb, was du nicht mehr im Haushalt gebrauchen wirst und drückst das Fimo durch. Fest, du darfst keine Hemmungen haben, zucken nicht mit der Wimper, es ist komplett egal, ob das Sieb im Anschluss kaputt ist, drück es durch. Nur so bekommst du dieses wunderschöne, traumhaft schöne Kuras. Ist es nicht schön? Es ist so schön. Der Tellertrick. Es heißt ja immer, man soll einfach einen Edding hinten nehmen, dort einfach einen Kreis drüber stülpen und schon hast du den Teller. Ja, hat bei mir genau nie funktioniert. Mein Trick ist es, ein kleines Fläschchen, meins ist von so einem Duftöl, zu nehmen, aufs Fimo drauf zu drücken, mit einem Kreisausstecher dann nochmal das Ganze auszustechen. Und für mich sieht das einfach aus wie so ein richtig cooler Pappteller und damit bin ich zufrieden. Ich sag so, wie es ist, ich bin zufrieden. Geht bei jedem Picknick durch. In der Mitte sieht man dann zwar immer noch die Nummer vom Fläschchen, aber das kannst du mit so einem Feuchttuch einfach wegwischen. Ganz egal, komplett egal. Ja. Und so sieht das Papptellerchen dann bitte fertig aus. Ist das cool oder ist das cool? Ja. So, und als Anfänger habe ich mir immer die Frage gestellt, wie zur Hölle machen die eigentlich Tassen? Machen die einen kleinen Kreis und formen darum? Wie funktioniert das? Ich zeige euch heute einen wunderbaren Trick, der super easy ist und eigentlich immer funktioniert. Und zwar nehme ich mir einen dünnen Stift, rolle ein bisschen Frischhaltefolie darum, steche mir einen Kreis aus, diesen Kreis stülpe ich über diesen Stift drüber, rolle es ein wenig fest, also dass das Ganze auch glatt ist, schneide es glatt ab, so jetzt. Und jetzt fehlt eigentlich nur mehr der Henkel zum Beispiel in diesem Fall. Da schneide ich einfach schräg ab. Das kleine Teil hier ist so ein Henkel. Den mache ich hier jetzt einfach fest. Also einfach ein bisschen andrücken und ein bisschen verstreichen. Genau, nicht zu viel herumfuschen. Bei mir wird immer alles kaputt, wenn ich zu viel herumstreiche. Also nur ganz kurz ein bisschen verstreichen. Und ganz kurz. Und jetzt kannst du die Folie eigentlich auch schon wieder abnehmen. Ich versuche immer, es so zu lockern, aber es geht eigentlich nie runter, also muss ich immer zuerst die Folie herunternehmen. Und da wird das Ganze noch zu einem kleinen Krug geformt. Hierzu stecke ich den Stift noch einmal kurz rein, forme diesen Krug, also diesen Schnabel vorne, und fertig ist mein kleiner Krug. Tada! Super easy und hält bombenfest. Ja, jetzt wisst ihr das auch.
Das hier wollte ich eigentlich schon komplett rausnehmen, aber ich dachte mir, zur Info ist das sicher nicht so schlecht, damit ihr es mal seht. Ja, es gibt ja diesen Trick, dass man Frischhaltefolie über das Film oder rüber legt, bevor man es aussticht. Und es soll eine Art 3D-Effekt geben. Ich persönlich bin nicht ganz so überzeugt von diesem Trick. Man sieht schon, dass es ein bisschen, ein bisschen aufgeblusteter aussieht und die Oberfläche ein bisschen glatter erscheint. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Ergebnis jetzt zu viel optimierter ist, dass es sich lohnt. Ist ja immer in Plastik und wir wollen ja nicht so viel Plastik verschwenden, ne? So. Ja, seht ihr einen Unterschied? Kaum, oder? Sind wir uns ehrlich? Nicht so wirklich. Gut, weiter geht's mit Texturen. Ich dachte mir, das baue ich noch ein. Ihr kennt das zwar sicherlich schon. Aber eine Sache habe ich mit euch noch nicht ausprobiert, und zwar die Messingbürste. Das Schleifpapier zeige ich euch heute nicht, denn das kennt man jetzt bereits schon von sämtlichen Plattformen. Ist nicht mehr so spannend. Für alle, die es nicht kennen, du rollst einfach über das Schleifpapier, also das Fimo legst du auf das Schleifpapier darüber und du rollst einfach über das Schleifpapier. Somit hast du die Struktur vom Schleifpapier direkt am Fimo. Ergibt auch einen ziemlich coolen Effekt, aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. So, das wäre jetzt der Effekt mit den Zahnstochern, die ich zusammengebunden habe. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und als weiteres probieren wir jetzt die Messingbürste. Das ist eigentlich mein Favorit. Das finde ich, sieht am coolsten aus. Zeige ich das jetzt mal. Man benötigt auch nicht viel Druck. Man muss auch nicht mehr viel machen. Sieht einfach schon klasse aus, wenn man nur ein bisschen darüber geht. Und hier zum Vergleich noch die Zahnbürste. Die machen wir jetzt auf der rechten Seite. Die eine völlig andere Struktur ergibt. War mir vorher auch nicht so bewusst, aber so im direkten Vergleich sieht man es dann eigentlich ganz gut. Links würde ich dann eher so viel Kuchen und, keine Ahnung, Cupcakes verwenden und rechts dann mehr so viel Moosoberflächen. Sieht ganz cool aus. Ja, das war es jetzt eigentlich schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war für jeden etwas dabei, für Anfänger und erfahrene Fimo-Experten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!